Warum hat Rockstar Games dieses Fazit entfernt? Moin Leute, euer Bombard wieder am Bambus und heute zeige ich euch, das gelöschte Fazit vom DLC. Aber bevor wir mit dem Video anfangen, würde ich euch bitten, einen fetten Like fürs Video zu lassen und für die, die noch nicht abonniert haben, abonniert mich, sonst verpasst ihr die krassesten Informationen rund um GTA Online. Also ich würde sagen, fangen wir mal direkt an. Um welches Fazit handelt es sich denn hier, was gelöscht wurde? Das Fazit ist der Arnis 300R. Vielleicht erinnert ihr euch noch am Anfang des DLCs, da ist dieses Fahrzeug rausgekommen und konntet ihr auch damals auf Legendary Motorsport für 2.075.000 GTA-Dollars kaufen. Aber Rockstar Games hat dieses Fahrzeug wieder gelöscht, aber auch nur gelöscht auf der Internetseite. Das bedeutet, falls ihr es damals gekauft habt und es jetzt immer noch besitzt, habt ihr das Fahrzeug natürlich noch, genau wie ich. Und deswegen zeige ich euch einfach in diesem Video einfach mal das Fahrzeug und die Tuning-Teile und warum dieses Fahrzeug denn eigentlich so besonders ist. Aber davon mal abgesehen, Leute, falls ihr dieses Fahrzeug haben möchtet, müsst ihr leider warten, bis Rockstar Games das Fahrzeug irgendwann mal wieder hinzufügt oder ihr holt es einfach beim Mindgift Gusto Trendstream ab. Also ich würde sagen, wir schauen einfach mal, was für Tuning-Möglichkeiten wir bei diesem besonderen Fahrzeug haben. Das Fahrzeug ist in erster Linie eigentlich nicht so krass besonders. Denn wenn wir jetzt hier einfach mal in LS Customs reinfahren, merken wir natürlich, das Ganze ist einfach ein Sportwagen. Was hier generell an diesem Fahrzeug natürlich auch auffällt, dass das Ganze hier einen sehr großen Carbon-Look hat. Das werden wir später auch mal im Tuning-Time merken, dass viele Sachen einfach auch nur in Carbon verfügbar sind. Zum Beispiel die Frontlippe und die seitlichen Stoßstangen. Ihr könnt zwar, ich sag mal so, eine Akzentlinie von eurer Lackierung mit da drauf haben, aber generell ist das Ganze einfach Carbon. Davon abgesehen, was ja auch eine sehr coole Sache ist, ist natürlich der Motorraum. Ihr könnt hier den Motorraum aufräumen bzw. lackieren, also dass der Motorblock generell lackiert ist, bzw. auch die Abdeckung. Und das Ganze sieht einfach mega cool aus. Aber es sieht nicht nur deswegen mega cool aus, sondern ihr könnt auch später bei der Motorhaube eine ganz bestimmte Motorhaube auftunen. Denn es gibt natürlich auch Motorhauben, wo ihr so ein paar Luftlöcher habt, etc. Aber ihr könnt hier bei diesem Fahrzeug auch eine Motorhaube tunen, was das Ganze durchsichtig macht. Das bedeutet, ihr habt so eine Art Glasmotorhaube und das Besondere dieser Glasmotorhaube ist, es ist nicht einfach irgendeine Scheibe. Nein, diese Scheibe ist tatsächlich auch lackiert. Das bedeutet, je nachdem, welche Farbe euer Fahrzeug hat, hat auch diese Fensterscheibe auch genau diese Lackierung. Und das macht das natürlich bei Tuning-Treffen richtig, richtig krass. Aber mal davon abgesehen, was kann man hier denn sonst noch tunen an diesem Fahrzeug? Klar, ihr könnt hier auch ein paar Auspuffrohre dran tunen, was jetzt auch nicht die größte Auswahl hat. Ich glaube, wir hatten so 8 Auspuffvarianten. Ihr könnt natürlich auch das Dach ein bisschen umändern, also vom Carbondach zum lackierten Dach, zum andere lackierte Dächer halt. Das Ganze ist auch nicht die größte Auswahl. Das Ganze ist zwar ein Sportwagen, aber zum richtigen Rennwagen könnt ihr es hier leider nicht umtunen. Hier gibt es auch hier ein paar Designs und in meinem Fall, Leute, habe ich tatsächlich auch ein Secret Design. Das bedeutet, dieses Design, was gerade mein Auto drauf hat, könnt ihr nicht aufrüsten. Das ist ja auch noch generell besonders an diesem Fahrzeug. Aber gut, generell war es das eigentlich schon mit dem Tuning, denn tuningtechnisch gibt das Fahrzeug einfach nicht so viel her. Und warum ist das Fahrzeug jetzt besonders? Es ist ein Emotec-Fahrzeug. In Hoffnung, dass ich das richtig ausgesprochen habe. Das bedeutet, das Fahrzeug könnt ihr jetzt in die Agentur reinfahren und dort umrüsten. Das bedeutet, ihr könnt hier zusätzliche Technik reinbauen. Einmal die Technik, dass euer Fahrzeug gepanzert ist. Das bedeutet wiederum, dass euer Fahrzeug mindestens eine Explosion aushält, was auch generell schon ganz cool ist. Davon mal abgesehen, könnt ihr natürlich auch eine Mine dran tunen. Das bedeutet, ihr könnt hier eine Ölmine fallen lassen und falls ihr Verfolger habt, dann haben die mal eine kurze Rutschparty. Aber das Coolste an diesem Emotec ist einfach, dass ihr hier was ganz Bestimmtes reinbauen könnt. Und zwar einmal die Fernsteuerung, dass ihr euer Auto wie ein Spielzeugauto fernsteuern könnt, ohne selbst drin zu sitzen. Aber was mich viel eher interessiert, ist tatsächlich die Lenkerketen-Störsender. Das bedeutet, falls ihr in GTA Online rumfährt und das ausgerüstet habt und euch eine Oppressor MK2 verfolgt, was mehr oder weniger realistisch ist leider heutzutage, dann kann euch die MK2 nicht anvisieren. Und das ist heutzutage ein mega Pluspunkt für dieses Fahrzeug, würde ich jetzt sagen. Deswegen ist das schon ziemlich special, dieses Fahrzeug. Und falls ihr dieses Fahrzeug haben möchtet, wie gesagt, dann kommt einfach im Gift Castle Fanstream vorbei und holt euch das Ganze. Aber gut, Leute, das war generell das kleine Tuning-Review zum Arnis 300R. Falls euch dieses kleine Informationsvideo gefallen hat, würde ich mich übelst für einen fetten Daumen nach oben da lassen könntet. Aber ich bin raus, euer Bombard. Ciao!